Einen wunderschönen guten Tag, Champ, und herzlich willkommen zu dem Kanal für Macher. Denn ich möchte mit dir über Folgendes sprechen. Und zwar das folgende Thema, das immer wieder aufkommt. Viele glauben, dass wenn du sie verliebt machen willst, du Zeit brauchst, du Komplimente machen musst, du ihr Aufmerksamkeit schenken musst, du ihr Geschenke machen musst, all diese Dinge, und überschütten sie mit alledem. Nur um dann zu merken, dass man am Ende verletzt wird. Nur um dann zu merken, dass es gar nichts gebracht hat. Nicht mal annähernd, dass es sie sogar weggetrieben hat, weggestoßen hat. Und trotzdem machen die meisten Männer immer wieder diesen verdammten Fehler. Sie machen immer wieder diesen verdammten Fehler, weil die verdammten Emotionen einfach verrückt spielen. Aber die Wahrheit ist, so funktioniert es nicht. Es wird so auch niemals klappen, ob du willst oder nicht. Ob du möchtest und dir wünschst, es wird so niemals klappen. Ganz egal, was dir gesagt oder erzählt wird. Denn es kommt auf folgende Punkte an. Du musst dir über Folgendes im Klaren sein. Nehmen wir beispielsweise mal Zeit, Aufmerksamkeit, Gesten. Wenn es um Zeit geht, sei dir über Folgendes im Klaren. Jedes Mal, wenn du ihr zu viel Zeit gibst, sagst du ihr nur eins. Ich habe viel davon. Ich habe extrem viel davon. Ich benutze nichts davon für mich. Gar nichts. Ich will all das benutzen, nur für dich. So wenig bin ich mir wert. Das ist das, was du ihr kommunizierst. Und egal, ob sie dir sagt, du hast nie Zeit für mich, du verbringst nie Zeit mit mir, du machst dieses nicht, jenes nicht. Es ist egal, wie oft sie das sagt. Das Prinzip wird immer dasselbe bleiben. Schenkst du jemandem zu viel Zeit, wird dieser Mensch es nicht schätzen. Egal, ob diese Person das oder das sagt, unterbewusst, unbewusst, wird diese Person es nicht schätzen und Abstand nehmen. Ich verspreche es dir, hoch und heilig. Das ist eben der Punkt. Und wenn es um Zeit geht, geht es nicht darum, viel Zeit mit einer Person zu verbringen, mit ihr zu verbringen, damit sie dich toll findet. Wenn es darum geht, jemanden kennenzulernen und Anziehung aufzubauen, ist das Ganze wie ein Marathon mit kleinen Sprints. Das heißt also, du musst dir über Folgendes im Klaren sein. Vielleicht klappt es nicht beim ersten Sprint, vielleicht auch nicht beim zweiten, vielleicht auch nicht beim dritten, vielleicht erst beim vierten. Und dann hast du in diesem Marathon in einem dieser Sprints gepunktet. Was die meisten aber machen, ist keinen Sprint hinzulegen, sondern die ganze Zeit einen Marathon zu laufen. Was meine ich damit? Wenn du dich mit ihr triffst, wenn du mit ihr schreibst, geht es nicht darum, wie viel du schreibst oder dass du viel schreibst oder dass, wenn du dich mit ihr triffst, viel Zeit mit ihr verbringst. Es geht um die Intensität. Wie effektiv war die Intensität. Heißt also, was für einen Eindruck machst du in diesen Situationen, in denen du Zeit mit dir verbringst. Denn was ich immer wieder sehe, was viele Männer machen, ist, sich mit jemandem zu treffen und den ganzen Tag mit dieser Person zu verbringen. Und dann beim nächsten Mal wieder den ganzen Tag die Zeit mit dieser Person zu verbringen. Das immer wieder und immer wieder und immer wieder, sodass es irgendwann zu viel Druck wird. Der zweite Punkt ist Aufmerksamkeit. Viele Männer da draußen glauben, sie will Aufmerksamkeit, weil sie es immer wieder sagt. Viele Frauen sagen, ich will Aufmerksamkeit, ich will Aufmerksamkeit, ich will Aufmerksamkeit. Mir ist seine Aufmerksamkeit wichtig, er schenkt mir keine Aufmerksamkeit. Der Punkt dabei ist, sie will keine Aufmerksamkeit, sie will verdiente Aufmerksamkeit. Das heißt also, sie will nicht die ganze Aufmerksamkeit von den Typen da draußen, von den Leuten, die nichts aus ihrem Leben machen, von den Männern, die sowieso nicht wissen, was sie wollen und einfach nichts an den Tisch bringen. Besser gesagt, sie will diese Aufmerksamkeit, aber sie wird diese Aufmerksamkeit niemals wertschätzen. Was sie wirklich wertschätzt, ist die Aufmerksamkeit des Mannes, der es wirklich wert ist, seine Aufmerksamkeit zu bekommen. Heißt also, stell dir vor, du kommst in einen Laden voller Gold und du kannst dort jeden Tag rein und rauslaufen, so oft du willst. Was denkst du, wirst du diesen Laden wertschätzen? Wirst du diese Goldbarren rausräumen? Oder wirst du dir denken, ach, ich kann doch morgen wieder komm, ich hole mir einfach wieder ein paar Barren mehr und das war's und Ende der Geschichte. Wirst du es tun? Wirst du ihn ausräumen? Nein, wirst du nicht. Du wirst jeden Tag vorbeilaufen, oh, hier mal einen mitnehmen, da mal einen mitnehmen und all diese Dinge. Aber was passiert nun, wenn dort vorne ein Türsteher steht, der jeden Tag sagt, weißt du was, du kannst nicht rein. Du kannst nur zu den und den Zeiten rein. Nur dann und dann ist Öffnungszeit. Bis dahin, sieh zu, dass du Land gewinnst. Jetzt wirst du es wertschätzen. Warum? Weil du etwas dafür tun musst. Du musst dir einplanen, ah, ich muss dorthin gehen, ich muss dort erscheinen, ich muss darauf achten, dass ich den Türsteher nicht verärgere. All diese Dinge sorgen plötzlich dafür, dass du etwas dafür tun musst und investieren musst. Und wenn du investierst in etwas, was du haben willst, wirst du merken, dass du es wertschätzen wirst. Das heißt also, als erstes musst du dafür sorgen, dass sie dich überhaupt haben will, indem du Wert etablierst, indem du verdammt nochmal ein Mann bist. Und als zweites gibst du diesen Wert nur begrenzt raus. Und dann wirst du merken, dass sich Anziehung aufbauen wird. Und der dritte Punkt sind Gesten. Hör auf, ihr alles zu geben, was sie will. Wenn sie Geburtstag hat, schenk ihr nicht einen Opal, der 500.000 Euro wert ist. Und wenn sie gerade irgendwo Schwierigkeiten hat, denke nicht, dass du ein edler Ritter sein musst, kommen musst und sagen, ach, nimm meine Tausende von Euros, komm, ich helfe dir. Und egal, ob du es gut meinst oder ob du eine Absicht dahinter hast, ganz egal, was es davon ist, es wird immer denselben Effekt haben. Sie wird sich unwohl fühlen. Es wird Druck ausüben auf sie. Und sei dir im Klaren darüber, dass wenn du das machst, sie sich niemals in dich verlieben wird, sondern in dein Geld und das, was du ihr gibst. Heißt also, hör auf zu glauben, dass du verdammt nochmal unglaublich viel Zeit investieren musst, wenn du Anziehung aufbauen willst. Hör auf zu glauben, dass du Aufmerksamkeit investieren musst, wenn du Anziehung aufbauen willst. Und hör auf zu glauben, dass du irgendwelche Gesten bringen musst, sie irgendwie beschenken musst, ihr die Welt zu Füßen legen musst und all diese Dinge. Denn das baut keine Anziehung auf. Was wahre Anziehung aufbaut, ist, dass du dir im Klaren darüber bist, wer du bist, dass du weißt, was du willst, dass du es dir verdammt nochmal holst und dich nicht aufhalten lässt und ein Mann von Wert bist und
das Ganze nur begrenzt rausgibst. Wenn du herausfinden willst, wie du das hinbekommst, wie du diese Anziehung aufbauen kannst, deine emotionale Abhängigkeit beendest und wahre Liebe in dein Leben ziehst, dann bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, Champ, runter in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns bei den nächsten fucking Videos. Let's fucking go. Peace. Thinking I can make as many songs.